Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie nun bitten, Platz zu nehmen und langsam aber sicher die übliche Ruhe des Plenarablaufes einkehren zu lassen. Ich freue mich, dass ich heute Sie, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, zu einem, ja, ich will das mal so sagen, ganz besonderen Tagesordnungspunkt heute hier im Hessischen Landtag anlässlich seiner 11. Plenarsitzung begrüßen darf. Und bevor wir uns unserem doch sehr abwechslungsreichen Tagesgeschäft und auch dem vielfältigen Tagesgeschäft, was vor uns liegt, zuwenden, komme ich zu einer Tradition und ich glaube, man kann wirklich sagen, eine von uns gerne und sehr intensiv gelebte Tradition hier im Hessischen Landtag. Und insoweit darf ich ganz besonders herzlich unser diesjähriges Hessentagspaar begrüßen, das den 59. Hessentag unter dem Motto Bad Hersfeld faszinieren und lebendig in der Zeit vom 7. bis 16. Juni 2016 in der schönen Kur- und Festspielstadt Bad Hersfeld vertreten wird. Ich darf Sie beide ganz herzlich begrüßen, aber natürlich genauso herzlich begrüße ich den Bürgermeister der wunderschönen Stadt Bad Hersfeld. Herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag. Der Hessentag ist natürlich für uns ein besonderes Ereignis, aber es ist für uns auch immer ein ganz besonderes Ereignis, wenn Sie ein bisschen Hessentagsflair in den Hessischen Landtag bringen, bevor der Hessentag begonnen hat. Und ich finde es besonders schön, das will ich ganz persönlich sagen, dass wir dieses Jahr ein Ehepaar begrüßen dürfen, das das Hessentagspaar ist. Sie beide haben mir gesagt, Sie haben am 8. September des letzten Jahres geheiratet. Ich finde, da kann man auch nachträglich noch gratulieren. Und wenn man dann wenige Monate später Hessentagspaar wird, ich glaube, das ist etwas, was für das ganze Leben bleibt. Und insoweit, liebe Katharina Löwing-Diebel, lieber Dennis Diebel, herzlich willkommen. Lieber Bürgermeister Fehling, noch einmal herzlich willkommen. Ja, und jetzt, lieber Bürgermeister, darf ich Sie ans Mikrofon bitten, damit Sie uns ein bisschen was über das schöne Bad Hersfeld und über das tolle Programm, was uns erwartet, berichten können. Herr Bürgermeister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, vielen herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete des Hessischen Landtags, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren der Hessischen Landesregierung, 2. Juli 1967. 200.000 Menschen besuchen bei brütend heißem Wetter begeistert den Festumzug des 7. Hessentags in Bad Hersfeld. Nun, ich weiß das aus Erzählungen meiner Familie und aus Film- und Presseberichten. Denn ich selbst habe den damaligen Hessentag in meiner Heimatstadt nicht erleben dürfen, weil ich erst knapp 5 Monate später das Licht der Welt erblickte. Dass ich nun knapp 52 Jahre später diesen Makel der späten Geburt doch noch wettmachen darf, ist mir eine große Freude und Ehre. So sind wir also heute im Hessischen Landtag, um Sie alle vom 7. bis zum 16. Juni in unserer Heimatstadt Bad Hersfeld auf den 59. Hessentag einzuladen. Wir, das sind die Hessentagsbeauftragte Anke Hofmann und ihr Stellvertreter Markus Heide, das Hessentagspaar Katharina Löwing-Diebel und Dennis Diebel und ich als der Bürgermeister der Austrägerstadt. Uns eint der herzliche Dank an Sie, dass Sie uns im November 2016 mit der Gastgeberrolle als Hessentagstadt 2019 beauftragt haben. Zum 59. Hessentag haben wir zusammen mit der Hessischen Staatskanzlei eine bunte, vielfältige Mischung aus unterhaltsamen, informativen und hoffentlich auch begeisternden Veranstaltungen zusammengestellt. Ich bin überzeugt, dass ein abwechslungsreiches und attraktives Programm mit über 1.000 Veranstaltungen, für das es sich lohnt, nach Bad Hersfeld zu kommen. Wenn ich wir sage, meine Damen und Herren, dann meine ich nicht nur die Mandatsträger der Hersfelder Politik oder Mann und Maus der Stadtverwaltung.
Gemeint sind damit vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer, Unterstützer und Vereine in unserer Stadt. Sie sind unverzichtbar, damit dieses Fest aller Hessen ein toller Erfolg wird. Es ist gelungen, Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern zu motivieren, uns ehrenamtlich zu unterstützen. Wir hatten gestern Abend eine Infoveranstaltung, und da konnte man schon so richtig die Begeisterung, den Aufbruch spüren. Es ist eine Größenordnung, auf die ich sehr stolz bin. Sie belegt, dass der Hessentag in Bad Hersfeld angekommen ist und dass dieser Hessentag einen nachhaltigen Effekt auf unsere Stadt haben wird. Unsere Stadt wird durch und mit dem Hessentag eine andere werden. Und genau deshalb haben wir uns ja auch beworben. Ich glaube, der Hessentag mit seiner fröhlich bewegenden Tradition ist an sich schon ein Garant für Wir-Gefühl und Teilhabe. Aber allein die schiere Kraft und Dimension dieser Großveranstaltung erzeugt in der Vorbereitung vor Ort eine solche Dichte und Intensität, die man kaum ermessen kann, wenn man diese Aufgabe nicht irgendwann selbst mal übernommen hat und ausgeführt hat. Was in den letzten Monaten an Bürgerbeteiligung, an Lenkungskreisen, Workshops, Arbeitsgruppen, an Gesprächen mit Vereinen, an Arbeitsgruppen mit Sicherheitsorganen und Rettungsdiensten, an Kontakten mit Nachbargemeinden, lokalen, regionalen Behörden und nicht zuletzt in direkter Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei und den Landesministerien entstanden ist, schafft nicht nur eine große Nachhaltigkeit, sondern zugleich auch so etwas wie Einmaligkeit. Hoffentlich werden die beruhigenden Worte aus so manch unserer Vorgängerstädte auch für uns wahr. Verliert nicht die Nerven. Am Anfang weiß man nicht, wie man das alles schaffen soll, und am Ende sind die 10 Tage nicht lang genug. Ich habe meine heutige Einladung an Sie mit einer persönlichen Bemerkung begonnen und möchte sie auch mit einer solchen beenden, wenn auch stellvertretend für viele meiner Mitstreiter. Wir möchten ein guter Gastgeber für alle Hessen sein. Und zugleich möchten wir die Chance, den Hessentag auch als gemeinsame Lebenserfahrung in Erinnerung zu behalten, Wirklichkeit werden lassen. Man sagt, dass die Hessentagsstadt für 10 Tage die heimliche Hauptstadt unseres Bundeslandes wird. Die Herrscheller Mückenstürmer sind vorbereitet, zusammen mit Ihnen, meine Damen und Herren, den hessischen Abgeordneten, den Mitgliedern der Landesregierung, das faszinierend lebendige Herz Hessens in Bad Hersfeld schlagen zu lassen. Ich freue mich sehr, Sie auf dem Hessentag in Bad Hersfeld begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Bürgermeister, und wir freuen uns, dass Sie uns so nette Grußworte entrichtet hat. Wir sind gespannt auf das, was uns erwartet. Aber wer Bad Hersfeld, die Hersfelder und vielleicht darf ich das auch hinzufügen, ganz persönlich Sie kennt, der weiß, dass das ein gelungener Hessentag werden wird. Und jetzt, wann startet eine solche Plenarsitzung schon mal mit einem solchen Höhepunkt, dürfen wir das Hessentagspaar hören. Und insoweit darf ich Ihnen jetzt das Wort erteilen. Liebe Katharina Löwing-Diebel, lieber Dennis Diebel, wir freuen uns, jetzt von Ihnen zu hören, über sich zu hören und über all das, was kommen wird. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren der Landesregierung, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Besucherinnen und Besucher! Wir, das Hessentagspaar von Bad Hersfeld, Katharina und Dennis, freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen und möchten herzlichst für die Einladung, der wir gerne gefolgt sind, danken. Die Tage bis zum Start des Hessentages sind quasi gezählt, und wir stecken mittendrin in der heißen Phase vor dem Hessentag. Als Hessentagspaar haben wir heute die ehrenvolle Aufgabe, Sie alle ganz herzlich zum 59. Hessentag vom 7.6. bis zum 16.6. zu uns nach Bad Hersfeld einzuladen.
Bad Hersfeld ist eine Kleinstadt, die mehr zu bieten hat wie manch andere größeren Städte. Es ist eine Stadt mit vielen Facetten zwischen Tradition und Moderne. Eines der besten Beispiele dafür sind über unsere Landesgrenzen hinaus bekannten Bad Hersfelder Festspiele, die jährlich im Sommer in der Ruine der ehemaligen Stiftskirche aus dem 11. Jahrhundert stattfinden. Sie ist die größte romanische Kirchenruine nördlich der Alpen. Auch nicht zu vergessen ist, dass Bad Hersfeld zu einem seit über 100 Jahren ein angesehener Kur- und Gesundheitsstandort ist und zum anderen seit über 2 Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Logistikstandorte in der deutschen Mitte Europas gehört. Neben dem großen Erbe zwei wichtiger Söhne unserer Stadt, Konrad Duden und Konrad Zuse, welche sich heute noch im Wortreich einer Wissens- und Erlebniswelt für Sprache und Kommunikation mitten im Benno-Schilde-Park wiederfinden, haben wir unsere historische Fachwerkaltstadt, den tollen Stiftsbezirk und unseren Kurpark mit in die Hessentagstraße integriert. Wir haben also unseren Hessentag mitten in der Stadt, da wo wir selbst leben und feiern werden. Und somit, ganz nach unserem Motto, Bad Hersfeld faszinierend lebendig, jetzt schon den Herzschlag spüren. Und wo kann man den Herzschlag besser spüren als mitten in der Stadt? Denn genau das sind unsere 4 Ks, die Bad Hersfeld ausmachen. Kultur, Klima, Kommunikation und Kur. Genau genommen sind es sogar 6 Ks, wenn man Konrad Duden und Konrad Zuse dazuzählen möchte. Und gerade weil unsere Stadt so viel mehr zu bieten hat, als manch einer glaubt, freut es uns ungemein, dass Bad Hersfeld den Zuschlag für den Hessentag erhalten hat. Seitdem wird ununterbrochen auf höchstem Niveau gearbeitet, um uns Bürgern ein buntes und vielseitiges Programm bieten zu können. Und da ist, so finden wir beide, bei rund 1.000 Veranstaltungen wirklich für jeden das Passende dabei. Wir als Hessen können stolz sein, dass wir es jedes Jahr schaffen, so eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen. In den letzten fast 2 Jahren als Hessentagspaar hatten wir eine Fülle an Terminen, sei es auf kleineren regionalen oder überregionalen Veranstaltungen, aber auch weiter weg, zum Beispiel heute hier in Wiesbaden oder in Berlin. Man hatte somit fast immer die Möglichkeit, auch sehr viel hinter den Kulissen mitzubekommen. Und dabei haben wir im Laufe der Zeit gemerkt, dass der Hessentag immer noch die Ursprungsidee von Georg August Zinn absolut erfüllt. Denn der Hessentag ist ein Fest der Begegnung, ein Fest der Tradition und ein Fest, welches dieses ganz besondere Wir-Gefühl stärken soll. Genau dieses Wir-Gefühl spüren wir jetzt schon hinter den Kulissen. Und dafür möchten wir Danke sagen. Dabei gilt unser Dank nicht nur unseren unermüdlich arbeitenden Stadtmitarbeitern, sondern auch den ganzen anderen Organisatoren, Veranstaltern, Sponsoren und den unzähligen freiwilligen Helfern. Denn ohne sie alle und ihr unermüdliches Engagement, ihren Einsatz, wäre der Hessentag in dieser Dimension nicht möglich. Wir freuen uns auf Sie und mit Ihnen auf einen tollen Hessentag 2019, auf ein großes und beschwingtes Fest, das so sein möge wie unsere Stadt selbst, faszinierend lebendig. Vielen Dank, liebe Katharina Löwing-Giebel. Vielen Dank, lieber Dennis Diebel. Manchmal kann ein solcher Hessentag, insbesondere für diejenigen, die rund um die Uhr den Hessentag gestalten, und das sind natürlich Sie und der Bürgermeister, auch anstrengend werden. Ich glaube, da darf man sich gar nichts vormachen. Manchmal, haben viele von uns auch schon erlebt, wird er auch heiß.
und manchmal sogar sehr heiß. Aber so wie wir sie heute hier erlebt haben, glaube ich, kann ich Ihnen sagen, die Herzen der Hessen werden Ihnen zufliegen. Und die Herzen der Hessen gehören schon jetzt heute Ihnen, aber vor allem die der Mitglieder des Hessischen Landtages. Und ich kann Ihnen eines garantieren, wir werden die 6K, wir werden Hersfeld und wir werden natürlich Sie in vollen Zügen genießen. Und es ist, wie der Bürgermeister sagt, die Wiesbadener werden das verschmerzen. 10 Tage sind Sie einfach nicht Landeshauptstadt, sondern Bad Hersfeld wird diese 10 Tage Landeshauptstadt sein. Und das verdientermaßen. Vielen herzlichen Dank. Alles, alles Gute und auf Wiedersehen in Bad Hersfeld. Naja, ich glaube, mit Pralinen kann man, ja, kann man mehr anfangen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann eröffne ich die 11. Plenarsitzung des Hessischen Landtags, stelle, wenn ich in die Runde schaue, die Beschlussfähigkeit fest, komme zur Tagesordnung. Tagesordnung vom 14. Mai sowie ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 57 Punkten liegt Ihnen vor, wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 50 bis 55 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Die Aktuellen Stunden werden am Donnerstag ab ca. 9.45 Uhr abgehalten. Bitte, Jürgen Lenders. Ach so, ich muss auch noch anmachen. Herr Präsident, was heute Morgen aus der PG-Runde noch zu klären war, war die Redezeit für morgen für den Top 5. Da haben sich die parlamentarischen Geschäftsführer auf eine Redezeit von 5 Minuten geeinigt. Vielen Dank, Herr Lenders, für diesen Hinweis. 5 Minuten also ist vereinbart. Noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Emissionshandel stärken, CO2-Steuer verhindern. Drucksache 20/664. Wird hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 58 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, nach Top 52 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und der Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Subsidiarität Leben in Europa, Drucksache 20/665. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist auch der Fall. Dann wird dieser Top 59 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 2 zu diesem Thema aufgerufen werden. Und wir werden Top 26 mit Top 50 aufrufen, so wie vereinbart. Stimmt. Wird die Tagesordnung von Ihnen so genehmigt? Offensichtlich auch der Fall. Wie wir im Ältestenrat vereinbart haben und wie es auch in der Tagesordnung vermerkt ist, tragen wir heute bis 19 Uhr. Wir beginnen wie immer mit der Fragestunde und danach fahren wir mit Top 2 fort. Hiermit werden die Tagesordnungspunkte 36 und 59 aufgerufen. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD, Europa fit machen für hessische Kommunen, und der dringliche Antrag der Fraktion der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Subsidiarität Leben in Europa, wie eben entschieden. Und es ist die Regierungserklärung von Frau Staatsministerin Puttrich, Lebe dein Europa. Ich glaube, dass es ausdrücklich richtig und wichtig ist, dass der Hessische Landtag sich 5 Tage
vor der Wahl zum Europäischen Parlament mit diesem Ereignis befasst. Deswegen habe ich mir erlaubt, an Ihren Plätzen den gemeinsamen Aufruf der Präsidenten und Präsidentinnen der deutschen und österreichischen Landesparlamente sowie des Südtiroler Landtages unter Beteiligung des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zur Teilnahme an den Europawahlen am 16. Mai 2019 zu verteilen. Entschuldigt fehlt heute unser ehemaliger Landtagspräsident, der Kollege Norbert Kaufmann. Entschuldigung. Von dieser Stelle gehen natürlich auch an ihn unsere Genesungswünsche, Frau Abgeordnete. Frau Abgeordnete Ulrike Alex und Frau Abgeordnete Carina Fissmann fehlen ebenfalls ganztägig und Frau Abgeordnete Alexandra Walter fehlte ganztägig und es ist ebenfalls erkrankt Herr Gagel von der Fraktion der AfD. Erfreulich sind Geburtstage und runde Geburtstage konnten begehen die Kollegin Angelika Löber am 17.04., die Abgeordnete Sabine Waschke am 24.04. und unser Kollege Dr. Matthias Büger am 3.05. Ihnen allen im Namen des gesamten Hauses alles Gute für das kommende Lebensjahr. Herzlichen Glückwunsch. Herr Kollege Bilino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der guten Ordnung halber möchte ich noch darauf hinweisen, dass Frau Wallmann ebenfalls entschuldigt fehlt. Ich bitte um Verzeihung, das hatte ich vergessen, wird selbstverständlich so entsprechend notiert. Und ich habe zwei weitere angenehme Nachrichten zu verkünden. Einmal ist die Kollegin Alexandra Walter Mutter geworden, und zwar am 26. April 2019. Sie hat eine Tochter mit dem Namen Freya Marleen zur Welt gebracht. Gratulation im Namen des Hauses. Und der Abgeordnete Lambrou ist in den Stand der Ehe eingetreten. Auch Ihnen gratulieren wir zu diesem persönlichen Ereignis ganz herzlich. Applaus.